Ich mache heute das allererste Mal eine Artischocke selber daheim. Bin schon gespannt, wie es wird. Zuerst muss ich diesen Stamm, der da ist, wegschneiden. Und schaut schon gorgeous aus. Diese Spitze von Artischocke muss man auch noch wegschneiden. Wahrscheinlich, dass man das dann besser essen kann, nehme ich an. Dann habe ich noch eine Zitrone geschnitten und die so an den Stamm oder halt da, wo der Stamm war, drauf gemacht, weil das anscheinend ziemlich schnell braun wird. Und dasselbe dann auf der anderen Seite. Boah, ich hoffe so, dass das schmeckt. Dass du nicht enttäuscht bist. Ja. Macht man dazu einen Dip, oder? Ich mache nachher ein Dressing dazu. Also wie so ein Salatdressing. So ein Vinaigrette, oder wie das heißt. Okay. Mhm. In den Topf kommt dann Zucker, Salz und die Zitrone, die ich vorhin noch auf die Artischocke getan habe. Und dann kann mir die Artischocke schon reintun. Und dann habe ich es mit dem Löffel runtergedrückt, dass es in die Zwischenräume auch kommt. Und dann muss es so 30 bis 40 Minuten kochen. Und dann ist es